So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz mit beiden Trainern zum Spiel des SC Magdeburg gegen die Rhein-Neckar-Löwen vor ausverkauften Haus Energetik Arena. 6.800 Zuschauer, Endstand 29:32, zur Halbzeit 11:15. Erfolgreichste Werfer auf Seiten der Gäste, Andi Schmid mit 7 Toren, Gudjon Valur Sigurdsson mit 7 Treffern sowie Patrick Rötzky mit 5 Toren. Auf Seiten des SC Magdeburg heute erfolgreichster Werfer Michael Damgaard mit 8 Toren sowie Nemanja Selinovic dann mit 3 Treffern und auch Marco Besiak dreimal erfolgreich. Soweit diese erfolgreichsten Torschützen auf beiden Seiten. Wir begrüßen recht herzlich Nikola Jakobsen und bitten um sein Statement zu dieser Partie. Ja, guten Abend. Ich bin natürlich sehr zufrieden mit 3 Punkten heute in einer der schwierigsten Hallen in Deutschland. Das war unser Ziel heute, 2 Punkte mit nach Hause zu nehmen. So, das war sehr gut. Ich glaube, das Spiel fängt richtig gut an auf beide Seiten. War 2 richtig gute Torhüter, die viel gehalten hat im Anfang. Dann kommt Magdeburg besser mit nach 1-4 wegen Damgaard, der uns in dieser Phase richtig große Probleme gesorgt haben in diese 5-1. Und vorne kriegen wir Probleme, Tore zu machen. Magdeburg steht sehr kompakt und wir können nicht die Würfe kriegen oder die Anspiele mit Kreis, wie wir das gerne haben will. Und dann gehen wir rüber und spielen 7-6. Und das, glaube ich, war die entscheidende Faktor heute, dass wir 2 Punkte mit nach Hause nehmen, weil wir das sehr, sehr gut gespielt haben über, ja, ich glaube, über 40 Minuten, sehr konzentriert. Natürlich kassieren wir ein paar in leeres Tor, aber das ist normal. Aber sonst haben wir kaum Fehler gemacht und gute Chancen rausgespielt. Und in zweiter Halbzeit haben dann eine kurze Phase, wo Magdeburg dann wieder reinkommt. Aber dann hält Appelgren 2 sehr starke Paraden. Und wir kommen in unser Saal und da klaut Pegeler einen Ball, glaube ich. Und da fällt dann die Entscheidung für uns, dass wir dann mit 30-24, glaube ich, wo wir in Führung geht. Wie ich Anfang gesagt habe, bin ich sehr glücklich, weil hier in Magdeburg, wenn du was nach Hause mitnehmen willst, dann musst du eine richtig gute Leistung bringen. Und das haben wir heute. So, das freut mich natürlich. Danke. Danke, Nikolai. Ja, Benetz, ganze Weile war da dran gewesen, war was möglich gewesen und dann trotzdem 3 Tore Niederlage. Wie sieht es bei dir aus? Ja, guten Abend. Ich bin natürlich nicht ganz so glücklich wie Nikolai. Ich glaube, dass, auch wenn das jetzt vielleicht das Ergebnis auch ein bisschen schön ist mit den 3 Toren, da wir ja wirklich schon von der Phase, wo Nikolai spricht, mit 6 hinten liegen, glaube ich trotzdem, dass heute mehr möglich gewesen wäre. Das hört sich vielleicht etwas paradox an, aber gerade in der ersten Halbzeit täuscht das Ergebnis enorm, wenn wir einfach unsere freien Chancen reinwerfen, unsere Chancen besser verwerten, ist das Ergebnis vielleicht zur Halbzeitpause schon ein anderes. Das ist eine Phase, wo wir, glaube ich, mit einem Tor hintern liegen, 9-10, also wirklich maximalen Druck auf die Rhein-Neckar-Löwe erzeugen können und vom 9-10 ins 9-14 oder 9-13 gehen. Also dann sind die 4 Tore zur Pause noch ganz okay. Dann kommen wir nach der Halbzeit relativ gut raus, haben uns 4 vorgenommen, vor kurzem relativ schnell auf 2, lassen es dann wieder weggehen. Und uns gelingt es nicht, diesen Druck, von dem Nikolai auch spricht, von der Halle und von uns selber so aufzubauen, dass wir mal ein Unentschieden rankommen, um vielleicht so ein bisschen das Zittern zu bekommen, das Zittern auch im 7. Feldspieler, sie noch mehr zu bestrafen. Ich finde, die Rhein-Neckar-Löwen spielen das natürlich fantastisch. 7-6, sie sind Überzahl. Wir haben uns da 4 vorgenommen, wollten das eigentlich etwas mehr für uns dominieren. Dominieren heißt, dass wir die Auswahl der Würfe treffen wollten, wo sie abschließen, Druck machen wollten, dass unser Torhüter vielleicht in der Unterzeitsituation eine Chance hatten, beizuhalten. Was wir dann weniger gut gemacht haben, war für mich den Angriff danach, weil ich fand die Rhein-Neckar-Löwen relativ unorientiert in dem Rückzug nach dem 7. Feldspiel. Da war ein bisschen Chaos. Vielleicht hätte man das noch besser ausnutzen können. Da sind wir nicht in unsere Qualität gekommen, Tempospieltore zu machen, vielleicht so einfache Nadelstiche zu setzen, um sie nochmal in diesen 7. Feldspieler auch zu verunsichern. Zumindest, wenn wir einen bekommen, dann pari-pari zu bleiben.
Das hat mich etwas geärgert und deswegen bin ich auch nicht happy, ganz ehrlich. Und wenn jetzt viele Journalisten fragen, ja, gut verkauft, gut gekämpft, seien Sie mir nicht böse, das ist nicht unser Anspruch. Wir hatten den Anspruch, hier heute zu gewinnen. Vielleicht ist das ein bisschen hochgegriffen, aber unser Ziel ist es definitiv. Und ich finde auch, dass unsere Mannschaft die Qualität durchaus besitzt. Die Rhein-Neckar-Löwen an einem guten Tag, wenn wir unsere Tagesform abrufen können, zu Hause, vor allen Dingen zu Hause, vor unserem Publikum zu besiegen. Dankeschön, Bennett. Gibt es Fragen von den anwesenden Journalisten? Nicht der Fall. Dann danke ich recht herzlich mit dem Blick nochmal auf die Resultate vom heutigen Donnerstagabend. Die Nachholpartie vom zweiten Spieltag frisch auf Göppingen, Füchse Berlin 32-38. Und dann vom heutigen Spieltag THW Kiel gegen die Eulen Ludwigshafen 28-21. Minden schlägt Gummersbach 29-24. Und Wetzlar gewinnt gegen Erlangen mit 26-23. Kurzer Blick nach vorne. Ihr seid jetzt wieder in Europa unterwegs, Champions League heißt für die Rhein-Neckar-Löwen. Wie ist die Lage da bei euch? Ja, wir kommen heute Nacht zurück und dann kurz auspacken und dann geht es Samstagmorgen wieder los gegen Szeged in Ungarn. So, ja, so ist das Leben im November bei uns. Dann wünsche ich viel Erfolg dabei. Ja, danke. Ich setze dich, ja. Bernhard, wie ist die Marschrichtung beim SCM? Ja, wir haben anderthalb Wochen frei, spielen nächsten Sonntag ein schweres Auswärtsspiel bei Frisch auf Göppingen. Ganz ehrlich, ich hätte das Leben von Nikolai im November gern mit dem SC Magdeburg. Also ich würde mich dagegen nicht wehren. Wenn das Arbeit so hier weitergeht, dann glaube ich auch, dass es passiert hier. Es wird sehr gutes Arbeit und sehr gute Mannschaft. So, ja. Danke. Gut, dann sehen wir uns wieder in 14 Tagen, 16. November. Dann spielen wir um 19 Uhr gegen die Mannschaft vom HC Erlangen. Danke recht herzlich zum zweiten Mal, weil wir dann den Trainer haben, den wir dieses Jahr schon mal hatten. Aber bis dahin nochmal Dankeschön und erfolgreiche Begegnungen für unsere Trainer. Dankeschön.